Nilou und ich mache heute meinen Lieblingssmoothie. Mein Lieblingssmoothie ist der leckerste Smoothie, den ich jemals getrunken habe. Ihr könnt ihn ja gerne nachmachen und ausprobieren und mir dann unten in die Kommentare schreiben, ob ihr mal einen noch besseren getrunken habt. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. An Zutaten dafür brauchen wir 50 ml Kokosnussmilch und 250 ml Wasser und 250 ml Orangensaft. Ob ihr den jetzt fertig gepresst im Laden kauft oder selber auspresst, das ist egal. Dann brauchen wir ein Teelöffel Kardamom, ein Esslöffel Agavendicksaft und ein Esslöffel Mandelmus. Und ansonsten brauchen wir noch das Fruchtfleisch von einer Mango. Ich habe das jetzt hier schon vorbereitet und klein geschnitten. Dann brauchen wir noch zwei Bananen und den Saft von einer Limette. Als erstes schäle ich jetzt die Bananen, breche die dann in kleine Stückchen und gebe die in den Mixtopf. Dann kommt das Mangofleisch dazu, ein Esslöffel Mandelmus. Wie ihr Mandelmus selber machen könnt, das verlinke ich euch da oben in der Ecke, dann könnt ihr nachgucken. Dann gebe ich den Agavendicksaft und das Kardamom dazu, den Orangensaft, Wasser und Kokosnussmilch. Und zum Schluss halbiere ich einmal die Limette und presse den Limettensaft auch noch mit dazu. Das Ganze schalte ich jetzt eine Minute bei Stufe 10 ein. So schnell ist der leckerste Smoothie der Welt fertig. Und jetzt zeige ich euch noch, wie er aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr keins meiner weiteren Videos mehr verpassen möchtet, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne unten in den Kommentaren stellen. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und schaut doch mal bei mir bei Instagram vorbei. Dort heiße ich auch LuluJojean, genau wie bei YouTube, nur dass alles zusammengeschrieben wird. Und wir sehen uns nächsten Freitag beim nächsten Video wieder. Bis bald!